Eine Perle unter den Chefsekretärinnen, das möchte jede dieser Damen werden, die an einem Lehrgang des AWV, des Ausschusses für wirtschaftliche Verwaltung, teilnehmen. Eines der wichtigsten Kapitel, meine Damen, ist zweifellos die sogenannte Chefbetreuung. Man hört dann oftmals, ich bin doch keine Haushälterin. Meine Damen, wer so sagt, der denkt ganz bestimmt falsch. Es liegt durchaus nicht unter der Würde einer Sekretärin, solche Arbeiten zu verrichten, gelegentlich Kaffee zu kochen oder Brötchen dem Chef zu reichen oder auch mal einen Knopf am Mantel anzunehmen. In 12 Doppelstunden bekommen die Chefsekretärinnen einen Überblick über all die Dinge, auf die es im Büro ankommt. Die häufigsten Fehler werden durch Karikaturen anschaulich gemacht. Eine Sekretärin, die so gelangweilt bei der Stenogrammaufnahme wirkt, macht den Chef bestimmt nervös. Die große Aufmachung ist im Büro unerwünscht. Aber bitte nicht gleich ins Extrem verfallen. Hosen und schlampiger Pulli machen auch keinen guten Eindruck. Die Kleidung soll dezent, gepflegt und nie auffällig sein. Ja, entschuldigen Sie bitte, ich hätte da noch eine Frage. Wie ist es eigentlich, wenn ich mit meinem Chef gemeinsam durch eine Tür gehe? Lasse ich ihm den Vortritt oder gehe ich zuerst? Da Sie noch eine sehr junge Dame sind, müssen Sie auf alle Fälle Ihrem Chef den Vortritt lassen. Wenn man in älteren Jahren einmal zuerst geht als langjährige Sekretärin, ist das bestimmt kein Fehler. Dankeschön. Jeder 8. Führerschein in Deutschland ist im Besitzer einer Dame. Also, sagte sich der Motorsportclub Bad Cannstatt, muss man den Damen auch Gelegenheit geben, ihr fahrerisches Können zu kontrollieren und zu verbessern. Er veranstaltete am vergangenen Samstag deshalb zum ersten Mal die ADAC Damen-Trophy, die über 230 Kilometer durch das nördliche Württemberg führte. Es gab rassige Wagen, hübsche Damen und scharfe Kurven. 32 Wagen waren am Start und 32 Wagen, und das ist besonders bemerkenswert, erschienen auch am Ziel. Ohne jeden Unfall ein Zeichen dafür, dass die Damen es verstanden, mit zarter Hand ihren Wagen sicher durch den Verkehr und über die Wertungsprüfungen zu steuern. Das ist der Start. Hör auf deinen Mann, fahr vorsichtig. Maßarbeit. Die Damen beherrschten ihre Fahrzeuge ausgezeichnet. Es gab hier bei dieser Anfahr- und Bergprüfung nur 2 Strafpunkte insgesamt. Und das fesche Kopftuch sah man auf und neben der Strecke. Ich helfe seit Wochen ihr täglich beim Kochen. Für Gabi tu ich alles. Ich trage auch munter den Mülleimer runter. Für Gabi. Thank you.
brauchst doch nicht zu schreien. Wir sind ja gleich zu Hause, dann gibt's was zu essen. Wenn wir Glück haben, kommt die Mutti noch, nicht? Ja. Der Vater dieses jungen Vaters hätte zu seiner Zeit in einer solchen Situation noch beträchtliches Aufsehen erregt. Einkaufen und noch dazu Kinderwagen schieben, das war eines Mannes unwürdig. In verhältnismäßig kurzer Zeit hat sich manches, haben sich auch Wertungsgrundsätze verändert. Wir haben uns getroffen, um etwas mehr darüber zu erfahren, wie Sie sich die alltäglichen Pflichten, auch die des Haushaltes, untereinander aufteilen. Ja. Herr Lehmann, würden Sie mal das Wort übernehmen? Ja, wir haben so ein Familienalbum und da hat meine Frau ein paar Schnappschüsse gemacht bei der Hausarbeit. Hier bin ich gerade beim Einkaufen. Volles Netz, man sieht's. Volles Netz. Geübt? Ja, ich mache das öfter. Und hier beim Abtrocknen. Aber das ist kein echter Schnappschuss. Doch, das der ist echt. Na, das glaube ich nicht. Geht viel kaputt beim Abtrocknen? Nochmal eine Tasse, schon mal runtergefallen. Aber es geht noch. Sowas finde ich nicht schön. Nee, also wirklich wahr. Da war mir nicht, also nee. Nee, wissen Sie, nee. Ich hab geheiratet und hab tote gelitten. Ne? Ich konnte mir das gar nicht erklären. Worunter haben Sie gelitten? Unter der Heirat? Ja, unter allem. Unter der ganzen plötzlichen Patriarchalität. Ne? Erstens, wer hat das Telefon? Mein Name schreibe ich im Telefonbuch. Zweitens, unten an der Tür steht, also groß, Einhard Schrader, Diplom-Soziologe. Ne? Und ich bin der Meinung, dass wenn Frauen sich dagegen wehren würden, immer das Gleiche zu tun und als Haustiere gebraucht zu werden, dass sich dann Formen finden würden, wie man zum Beispiel die Kinder erzieht, dass man die gemeinsam erziehen könnte oder wie der Haushalt gemacht wird. Am 6. Juni bekannten im Stern 374 deutsche Frauen, wir haben abgetrieben. Eine Herausforderung des Staatsanwalts. Presse, Rundfunk und Fernsehen engagierten sich. Tausende von Frauen formierten sich mit dem Schlachtruf, mein Bauch gehört mir, von Hamburg bis München. Wir wollen damit zeigen, dass eigentlich die Öffentlichkeit sehr viel stärker für eine Abschaffung des Paragraphen 218 in der jetzigen Form ist. Bisher hatten sie schickere Namen. Brigitte, Tina, Konstanze, Petra. Emma ist natürlich das Gegenteil. Aber farbig. Bastelecke inklusive. Wie macht Frau die Rohre frei? So. Ein Mann darf in Emma nicht schreiben. Denn er weiß ja nicht, wie es ist, auf der Straße angequatscht zu werden und seine Periode mit Verspätung zu bekommen. Bei aller Sensibilität. Was bisher nur ein Vorrecht der männlichen Kollegen war, steht jetzt auch Frauen offen. In 5 Bundesländern und Berlin bereiten sich Polizistinnen auf einen harten Dienst vor. Sie schießen wie die Wilddiebe, schwärmt der Ausbildungsleiter begeistert, um sich dann sofort in offiziellen Polizeideutsch zu verbessern. Die künftigen Schutzpolizistinnen erzielen bei ihrer Ausbildung an der Waffe ganz erstaunliche Schießergebnisse. Die 34 Damen, die so oft ins Schwarze treffen, werden hier im Umgang mit Pistolen und Maschinenpistolen, nicht aber mit Gewehren geschult. Im Gegensatz zu den männlichen Kollegen erhalten sie kein Boxtraining, werden dafür jedoch verstärkt in fernöstlichen Kampfsportarten ausgebildet. Das kann für ihre spätere Praxis nur von Nutzen sein. Denn die ehemaligen Politessen, die sich nicht bis zum Ruhestand mit Verkehrssündern herumschlagen wollten, sollen ab September einen ganz normalen Polizeidienst versehen.
Das heißt, dass sie auch nachts im Streifenwagen unterwegs sein müssen. Damit soll nicht nur das traditionelle Rollenverständnis durchbrochen werden. Sie nennen sich Girlies, Babes oder einfach nur Mädchen. Sie sind die neue Generation und sie wollen sich weder von ihren Eltern noch von Jungs etwas sagen lassen. Zu ihren Vorbildern gehören Filmstars wie Lillian Gish, Audrey Hepburn, Shirley MacLaine und Winona Ryder. Kleine freche Girlen wie Pippi Langstrumpf, aber auch die militante Comicfigur Tank Girl und Schlampen wie Courtney Love. Girlie Loose Electric und die Mega Babes Shampoo zeigen, wie es geht. Selbstbewusstsein wird bei ihnen großgeschrieben. Girlies mögen es gerne sexy. Am liebsten tragen sie kurze Röckchen und enge T-Shirts. Und vor allem, bunt muss es sein. Haben gestimmt 397. Niemand lacht ein junges Mädchen heute mehr aus, wenn es sagt, dass es später einmal Ministerin oder sogar Bundeskanzlerin werden will. Es soll sogar schon Fragen geben, ob es auch ein Mann werden darf. Wird mir manchmal berichtet, habe ich mir nicht ausgedacht.